hatten, also mal, wir haben Studienabbrecher, wir haben Banker, die Gesundheitsminister sind, unser Wirtschaftsminister ist ein Kinderbuchautor, wir haben eines der niedrigsten Vermögen in der ganzen EU. Digitalisierung, ich glaube, sind wir auf Platz 80, was die Geschwindigkeit betrifft weltweit. Hm. Letztes Jahr hat Deutschland netto 132 Milliarden verloren. Das ist ja so viel wie nie seit der Gründung der BRD. Du gehst im Essen dokumentieren. Du fährst mit dem Auto Fahrtenbuch. Du, egal was du machst, du musst jeden Mist dokumentieren. Und du musst dich für alles rechtfertigen. Hm. Du musst immer sagen, warum war das jetzt unternehmerisch? Ich denke, wir haben eines der reichsten Staaten der Welt. Hm. Aber der Bürger ja nicht. Herzlich willkommen bei der nächsten Folge vom Best Life Podcast. Ich bin heute hier, erstmal mit dem Basti, meinem Geschäftspartner. Hi, freut mich wieder dabei zu sein. Und dem Florian, vielen Dank, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Ist ja mal echt ein geiler Podcast-Room. Ich bin beeindruckt, Jungs. Ja, das erste Mal in Dubai, dass du in so einem Podcast-Room bist? Das allererste Mal, dass ich in einem Podcast-Room bin. Ich habe mich ein bisschen auch schon erkundigt, oder wir haben es auch ein bisschen erkundigt. Podcast hast du ja schon öfter gemacht, oder? Ja, ja. Genau, du bist ja auch schon länger im Business dabei, machst Podcasts, hast Bücher geschrieben, Autor, Investor. Was kann man noch dazu sagen? Grundsätzlich, bin ich Immobilieninvestor, okay, und Coach. In Nürnberg habe ich auch bis zum letzten Semester noch an der Hochschule gearbeitet, mhm, an der Technischen Hochschule für das Thema Entrepreneurship, also Gründungswesen. Also meine beiden großen Themen sind Immobilien und Unternehmertum. Oh, hätten wir das gewusst. Wir kommen ja auch aus Nürnberg, haben ja vorhin rausgefunden. Ja, gleiche Heimatstadt. Alle aus Nürnberg. Dann hätten wir vielleicht doch studiert, oder? So, wusste ich gar nicht, dass so ein Studiengang gibt. Ihr habt den besten Weg gewählt, Jungs. Glaubt mir. Studium abgebrochen, abgehauen. Besser geht's nicht. Aber jetzt gleich bei dem Thema. Was genau, wie lange hast du dort unterrichtet und wie war das bei dir? Ich glaube, 8-9 Jahre habe ich da sicherlich unterrichtet. An der TH. An der Technologie, genau. Wie gesagt, Thema Unternehmertum, also Entrepreneurship, mhm, hieß das. Und das habe ich mit riesen Leidenschaft gemacht und habe anderen Leuten geholfen, halt in ihre Unternehmen zu gründen und, mhm, welche Rechtsform man wählt, wie, okay, man sich am besten aufstellt. Und ich habe ja auch jahrelang in Nürnberg eine der größten Gründungsberatungsgesellschaften Deutschlands betrieben. Mhm. Four Quarters, wir hatten in der Spitze 40, fast 40 Mitarbeiter, mhm, und habe jede Woche 1 bis 5 Gründungen durchgezogen. Also ich habe in dem Bereich mal richtig Gas gegeben. Also Praxis und Theorie perfekt vereint. Das ist stark. Ich glaube, man kann von dir sehr, sehr viel lernen. Ich habe auch heute Morgen noch auf dem Weg zum Friseur mir einen Podcast von dir angehört. Ah. Und da habe ich auch sehr viel erfahren, so von deiner Einstellung auch und wie du das Ganze aufgebaut hast. Und du sagst ja auch, Sparsamkeit und Disziplin ist Hauptpunkte für den Erfolg. Absolut. Ich kann mich damit sehr identifizieren und das ist vielen vielleicht gar nicht bewusst, aber jemand, der sich selbst viel Vermögen aufgebaut hat, der hat das mit einer Disziplin und einer Einstellung zu Geld gemacht, dass es nicht von jetzt rausfliegt, sage ich mal, weil das, und man auch, wir haben uns vorhin unterhalten, immer auch die Tricks, wie man gut Geld sparen kann. Absolut. Da können viele Leute noch was mitnehmen, auch hier viele, ja, auch meine Freunde und so, die in Deutschland aufwachsen und ein bisschen verschwenderisch leben, sage ich mal. Ja, das absolute Key, ich sag mal so, bei unternehmerischen, oder einfach mal zu begreifen, beim Vermögen, im Prinzip ist Reichtum oder Vermögen das Geld, was du vorher nicht ausgegeben hast. Mhm. Ne? Und das ist eine ganz simple Formel. Das heißt im Prinzip, dass die Leute, die ja viel Vermögen haben, auch viel Konsumverzicht betrieben haben müssen. Mhm. Sonst funktioniert das am Ende des Tages gar nicht. Ne? Ich sage immer, Vermögensaufbau ist ein Dreizeiler. Mhm. Ein Dreiteiler. Erstens musst du halt lernen, wie man Geld verdient. Zweitens, und ich finde das Schwerste, lernen, wie man Geld behält. Mhm. Weil das ist eine reine Disziplinsache wie Diät oder jeden Tag zum Sport zu gehen. Und drittens lernt man dann, das Geld zu investieren, also für sich arbeiten zu lassen. Aber meine Erfahrung ist, dass das Schwerste das Ding in der Mitte ist. Geld behalten. Mhm. Das können die wenigsten. Und das ist der Grund, warum so wenig Leute eigentlich großes Vermögen haben. Und damit fängst du schon mal damit an, dass du dir eine Lebensinfrastruktur baust, die nichts kostet. Mhm. Ne? Also am besten ist derjenige, der für sein eigenes Leben, sag mal Lebensinfrastruktur, Wohnung, Auto und so weiter und so fort, so wenig wie möglich ausgibt. Mhm. Und dann ist auch ein mittelgutes Gehalt schon Bombe, mhm, weil du im Prinzip dann ja ein großes freies Delta hast, also eine Art aktiven Cashflow. Ne? Mhm. Gehalt minus Kosten, das ist ja ein aktiver Cashflow, weil du ja aktiv dafür arbeiten musst. Und den sollte man so groß wie möglich gestalten, denn das teuerste, uneinbringlichste und wertvollste Asset, was wir haben, ist unsere Zeit. Mhm.
Ne? Und die kannst du einfach nicht vervielfältigen. Ne? Also ich denke, die meisten Leute, die großes Vermögen haben, würden jetzt gerne hergehen und einen Teil davon in extra Zeit umtauschen. Ne? Mhm. Aber die kriegst du nicht mehr. Und deswegen ist halt wichtig, dass man weiß, wenn man verschwenderisch lebt, dann lebt man eigentlich mit seiner Zeit verschwenderisch. Und wenn man jung ist, dann denkt man, man hat ewig Zeit. Aber wenn man älter wird, dann merkt man den Wert der Zeit eigentlich erst richtig zu schätzen, weil es halt immer mehr, immer weniger wird. Was hältst du davon, wenn man zum Beispiel sagt, dann immer, genau, sag ich mal, das Gegenargument, man sagt, ich will einfach so viel verdienen, dass ich verschwenderisch leben kann, aber Es ist halt einfach, ab irgendeinem bestimmten Punkt kannst du ja nicht mehr Geld ausgeben, sozusagen. Ne? Es gibt immer ja, das ist, ich denke, kommt so aus dieser Coaching-Branche, schmeißt dein Geld zum Fenster raus und es kommt zur Tür wieder rein. Das ist so auch diese, das ist so ein Zeitgeist, der eigentlich dafür sorgt, dass du dein Geld auch, oder da steckt ja dahinter, dann auch vielleicht für teure Coaching-Programme ausgibst und allen möglichen Mist kaufst. Ich glaube, da ist eher Eigeninteresse das Wichtige als die Realität. Weil wenn man sich die Realitäten anguckt, oder teilweise die reichsten Menschen der Welt, wie Warren Buffett, der lebt immer noch in der Hütte von vor 36 Jahren. Also der hat da nichts zur Tür rausgeschmissen, also zum Fenster rausgeworfen. Und da muss ich sagen, ich glaube, das sind eher so zeitgeistliche Sachen, die dir eine Legitimation geben, dass du jetzt dein Geld doch einfach ausgeben kannst. Weil also nach dem Motto, gib viel raus, dann kommt es auch viel wieder. Ja, aber das halte ich für einen absoluten Schwachsinn. Also das beste Beispiel finde ich immer ist die Landwirtschaft oder der Bauer. Ja, wenn du das Feld irgendwann überdüngst, dann kommt nicht immer mehr raus, sondern immer weniger am Ende des Tages. Also eigentlich auch da sieht man, dass man diszipliniert sein muss, man muss fleißig sein, man muss seinen Acker gut bestellen, seine Hausaufgaben machen, mit dem technischen Fortschritt gehen, schauen, dass man möglichst viel Kosten einspart. Und wenn man das immer solide macht, dann kommt irgendwann, dann hat der Bauer, der am engagiertesten ist, dann auch irgendwann die dicksten Kartoffeln. Mhm. Ne? Also das ist eigentlich eher so die Philosophie auch mit vielen von den Menschen, die ich rede. Also richtig Geld rausgehauen tun eigentlich immer nur die Menschen, die entweder gar nichts haben oder weil die dann mal sagen, ach ja, heute möchte ich mal so leben wie so ein Millionär, wie man sich das halt so vorstellt. Aber in der Regel leben so Millionäre nie. Da gibt es ja etliche Statistiken dazu. Also jemand, der richtig Geld hat und hart dafür gearbeitet hat, der wird sich eigentlich sehr selten ein Boot kaufen oder sowas. Ne? Okay. Gibt ja auch so die zwei tollsten Tage im Leben eines Bootbesitzers, das ist der Ankauf und der Verkauf. Ne? und glaube ich, 95% kaufen nicht nochmal ein Boot. Ja. Also das sagt ja einiges aus. Ne? Viele Sachen machen einfach mehr, man leiht sie sich mal, wenn man mal einen Tag Spaß haben will. Ne? Und das ist halt viel Philosophiefrage. Ja. Und ich sag mal so einigermaßen reich zu werden, das geht relativ gut für alle, aber dann so super reich zu werden, das ist halt schon super schwer. Und nur für die gilt, denke ich mal, auch dann die Devise, dass wenn du jedes Jahr, sag mal, 10 Millionen Zuwachs hast, dann kannst du sicherlich auch 5 Millionen oder 8 Millionen verplempern. Ne? Aber wenn du halt ein gutes Einkommen hast, was weiß ich, bis zu einer Million, dann lebst du sicherlich nicht das Leben, was man im Fernsehen bei den Geistern sieht. Ja. Ne, das geht da nicht mit. Also da musst du schon ultra rich sein und das beginnt vielleicht so ab 50 oder 100 Millionen, dass du so ein Leben leben kannst, wo es dann egal ist. Ne, aber die meisten, und denen es dann egal ist, die fangen dann wieder an, bescheiden zu werden. Und die fangen dann wieder an, sich für Religion zu interessieren oder Sport. Oder die haben dann auch so Sinnkrisen, was mache ich jetzt eigentlich mit der ganzen Zeit? Und fangen dann an, sich karitativ irgendwie zu engagieren. Ja. Oder machen dann ganz viel für Hunde oder Tierschutz oder so. Ja. Ne, also, aber die fangen dann nicht an, Ferraris zu sammeln. Das ist eigentlich eher seltener. Ich würde auch sagen, das ist auf jeden Fall eine Philosophiefrage. Weil einerseits zum Beispiel, ich habe damals als Krankenpfleger, habe ich 2.300 netto verdient und ich konnte mehr sparen, und weil ich einfach sehr sparsam gelebt habe. Ich habe dann mein ganzes Geld angespart und habe mir dann dicke Autos kaufen können. Und so. Was kein schlaues Investment war, wo ich dann ein paar Jahre gebraucht habe, um zu verstehen, wie Finanzen funktioniert. Im Nachhinein würde ich das anders machen, aber an sich hatte ich einen besseren Cashflow, wie man es ja nennt, als ich jetzt teilweise, wenn ich nach Dubai komme und auf einmal die Ausgaben, bam, nach oben. Und die Freundin, bam. Also ich kann jetzt teilweise schwerer sparen als damals als Krankenpfleger. Und es zeigt einfach, es ist sehr wichtig, dass man eben auch sparsam leben kann und da diszipliniert lebt. Und andererseits kenne ich aber auch so von meinem Bruder so, der sagt, ja, wenn du mehr ausgibst, dann musst du einfach mehr verdienen. So. Und da ist halt das, was vielleicht, wo du dann sagst, deswegen bist du dann lieber der das schlauer, sparsamer macht mit gutem Cashflow. Du hast immer schon einen sicheren Weg gemacht, weil auch in deinem Podcast hat mich gefragt, ja, du hast doch dann ganz viel Immobilien und ganz viel Schulden aufgenommen und so weiter. Und du wusstest ja nicht, wo es mal irgendwann landet. Absolut nicht.
Hattest du da nicht irgendwie Angst oder so? Und dann meintest du, nee, also das ist ja ganz entspannt. Ich habe ja nie dieses unternehmerische Risiko aufnehmen müssen, dass ich jetzt, ich will so viel Geld ausgeben die ganze Zeit und deswegen muss ich jetzt ein Risiko eingehen, dass ich mehr Geld verdiene. Genau. Sondern du hast es strategisch geplant, deswegen ist Immobilien, und da freue ich mich heute sehr drauf, das Thema, so ein geiles Ding. Absolut. Und da wollen wir auf jeden Fall heute mehr von dir erfahren. Bevor wir jetzt vielleicht zu dem Thema gehen, wo wir alle von dir lernen können. Wie hat das Ganze damals bei dir gestartet? Wann bist du dann ins Unternehmertum gekommen? Wie kam es dazu? Du warst doch bestimmt auch mal angestellt. Natürlich. Genau. Also ich glaube, ich habe jeden Job gemacht, den man machen konnte. Also von Hamburger Braten über Zeitungen austragen, Hinterhöfe fegen, Autowaschanlage gearbeitet. Also halt ganz normal. Also Geschichten von meinen Eltern so. Ja, aber wirklich. Ich habe jeden schlechten Job gemacht oder jeden einfachen Job gemacht, den man haben konnte, weil ich halt am Anfang auch immer große Konsumwünsche hatte. Ja. Ich wollte dann halt, damals war es ja erst Motorrad, 80er fahren, mit 16 schon Motorrad fahren, und ich hatte jetzt keine Eltern, die mir das hätten finanzieren wollen oder können. Mhm. Und deswegen musste ich immer selber ran und habe dann auch sehr früh den Wert des Geldes zu schätzen gewusst. Und das vergisst du dann auch nicht wieder, wenn du mal Zeitungen ausgetragen hast. Oder ich weiß noch mal, ich habe aber Kochlöffel gearbeitet für 6 Mark die Stunde, also 3 Euro heutzutage. Ne? Und dann weißt du ganz genau, was das bedeutet, hart zu arbeiten. Und du weißt ganz genau, dass du darauf nie wieder Bock hast. Ja. Ne, es war trotzdem eine nette Zeit, weil du nette Kollegen hattest, ja, die ganz andere Bedürfnisse haben und die ganz anders gekämpft haben, als man heute kämpft. Und es gibt ja auch eine tolle Erdung. Aber was du ganz sicherlich weißt, ist, dass du nicht nochmal Lust hast, hinterm Grill zu stehen. Und das sorgt auch dafür, dass du ein komplett anderes Mindset entwickelst. Ein Mindset, wo du lernst, für dich selber auch zu unterscheiden, welche Investitionen erhöhen deinen Lebensstandard und welche nicht. Zum Beispiel beim Thema Klamotten bin ich ganz hart. Ich trage die wirklich ab. Mhm. Ne? Also manche kaufen schon Klamotten, die nur 10% abgetragen sind. Also bei mir, ich will nicht sagen, wenn Löcher entstehen, aber geht schon in die Richtung. Mhm. Also wenn es anfängt auszufransen und mich Leute drauf ansprechen, dann ist erst der Zeitpunkt, wo ich quasi meine Kleidung tausche. Ja? Oder da ich ja mal im warmen Wetter unterwegs bin, brauchst du auch kein Geld für Socken ausgeben, was ich auch gut finde zum Beispiel meistens. Ja. Und da hast du halt 3 kurze Hosen, 10 T-Shirts und ich habe so ein Abo bei Amazon für Unterhosen und that's it, ja. Das da gibt es halt nichts aus dann irgendwann. Ja. Ne? Und die T-Shirts sind Werbet-T-Shirts mit dem Firmenlogo drauf. Also günstiger, also wenn ich letztes Jahr in Summe 40 Euro für Klamotten ausgegeben habe, dann ist das viel. Und hier kannst du ja einfach nach Dera fahren und sagst, okay, die Schuhe kosten normalerweise das. Auch okay, für 15 nehme ich die mit. Gibt es eine China Mall in L.A.? Ich finde, am besten kann man am Goldstock hier einkaufen. Okay, oder so. Ja, also das finde ich gut. Und da habe ich auch mittlerweile einen Einkaufsscout, der hat verstanden, was ich will. Ja. Dem schicke ich dann eine WhatsApp, das will ich. Ja. Und dann sucht er das für den billigsten Preis raus. und das sind dann so Sachen, da hast du eigentlich eher Spaß dran, für Sachen nichts auszugeben. Okay. Ne? Oder egal, was du investierst, du überlegst immer, okay, wie ist der Wiederverkauf? Mhm. Also auch wenn du ein Auto kaufst, kaufst du eher dann das Auto, was du weißt, wo du möglichst viel wiederkriegst. Mhm. Ne, und du kaufst jetzt keinen Neuwagen, wo du weißt, du fährst aus dem Laden raus, 30% ist weg. Auf diese furchtbare Idee käme ich gar nicht. Mhm. Ich glaube, ich könnte diesen Tag gar nicht ertragen, wo ich dann 30 oder 40.000 in 5 Minuten verliere. Ne, das ist übel. Und dann lest du dir ein Mindset zu, was auch noch heißt, du willst nichts verlieren. Mhm. Also das kam auch noch mit der Zeit dazu. Also 50 Euro verlieren fühlt sich dann irgendwann schlimmer an als 500 Euro verdienen. Mhm. Also so vom emotionalen Faktor. Ja. Also die 50 Euro können mir 2 Tage schlechte Laune bereiten. Mhm. Ich so, Mist, ne? Also wo du irgendwie hängen geblieben bist mit dem T-Shirt, das ärgert mich dann mehr. Ja. Ich weiß, verdammt, jetzt muss ich Neues organisieren. Ja. Ne? Also als wenn man jetzt irgendwie mal durch einen guten Deal irgendwie eine größere Summe verdient hat. Ja. Also also das Mindset ändert sich. Und dann fängst du auch an, was ist dir wichtig. Ja. Da bleibt echt gar nicht so viel übrig. Ne? Also was ja wirklich wichtig ist und was dann auch langfristig fröhlich macht. Es wird ziemlich kurz, also dann die Leine, was da eigentlich noch ist. Am besten ist also coole Treffen mit coolen Freunden oder was noch Spaß macht, ist natürlich, also sich intellektuell auszutoben und tolle Geschäfte aufzuziehen oder auch deine Kunden glücklich zu machen. Also mittlerweile ist schon fast so, dass ich mich mehr freue, wenn einer meiner Kunden einen guten Deal gekriegt hat, als wenn ich selber einen habe. Mhm. Ne, weil für den ist das neu, für den ist die Erstfreude.
Also die erlebst du ja mit. Ja. Die ist eigentlich viel cooler als deine tausendste Freude an etwas. Ja, also und dementsprechend macht solche Sachen eigentlich dann irgendwann fast mehr Spaß. Mhm. Und dann fängst du aber auch an, dein Geschäftsmodell daraufhin zu ändern. Okay. Ne, dann denkst du eher, okay, also ich will, dass alle Kunden glücklich sind zum Beispiel oder happy sind. Und dann kriegst du so eine Mitfreude, mhm. ne, die dir genauso viel Fun macht, als wenn du was verdienst. Also mhm. da war eigentlich mehr. Ja. Also und dahingehend veränderst du dann auch deine Werte. Also du gibst dann immer weniger aus, weil du sagst, hat keinen Nutzen. Mhm. Du, Klamotten, mein Körper selber nimmt ja nicht wahr, ob ich jetzt ein tolles T-Shirt trage oder nicht. Ja. Der sieht das ja nicht. Ja. Also der wird es nur mitkriegen, wenn ich Chemie trage. Mhm. Also denkt er dir, was macht der denn da mit mir? ne, aber ansonsten, ob das Ding jetzt ein Loch hat oder nicht, ich merke es ja nicht. Mhm. Außer ich fange an, mich zu vergleichen. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Man muss komplett aufhören, sich zu vergleichen. Das kann ich also, wenn du ein gutes Leben führen willst, gerade in Dubai, ja, dann hör auf, dich zu vergleichen. Weil sonst siehst du immer nur deine Defizite. Ja. Ne, was du halt gerade nicht hast. Und es gibt immer einen, der nochmal das Zehnfache hat. Ne? Ja. Und dementsprechend das ist auch so ein ganz wichtiges Ding, dass man seine Konkurrenz würde ich nicht so viel beobachten, sondern ich würde mich eher darauf konzentrieren, was mir selber Spaß macht, wo ich echt einen Nutzen stifte, weil Nutzen stiften ist das Zauberwort. Wenn du für anderen Mehrwert leistest und die merken das, du meinst es ehrlich mit denen, dann läuft das für dich. Mhm. Ganz automatisch. In welchem Alter hast du dir so ein Mindset angeeignet? Oder was waren so vielleicht auch die Ereignisse in deinem Leben, wo du gesagt hast, hey, da hast du jetzt auch so ein bisschen dran gearbeitet? Ne? Ja. Wo waren so die entscheidenden Momente in deinem Leben? Ich habe das im Prinzip auch gemacht wie der Basti am Anfang. Da habe ich mal Locht ohne Ende und mir dann eine Stereoanlage gekauft. Das war damals so unsere Dinge. Heute gibt es ja keine Stereoanlagen mehr in dem Sinne. Mhm. Und da hast du dann 4 Monate geackert oder 5 und hast dir so ein Stereoanlagemodul gekauft und dann saßt du dann davor und denkst dir, Alter, 4 Monate. Ne, und dann bekommst du so die Idee, okay, wenn ich mir jetzt eine Lederjacke kaufe, dann muss ich 3 Monate länger arbeiten. Mhm. Ne, als Student ist das ja noch härter. Das Verhältnis, umso weniger du verdienst, umso härter ist das Verhältnis. Ja? Ja. Und dann fängst du irgendwann an zu sagen, nee, ich kaufe keine Lederjacke mehr. Ich brauche keine Stereoanlage. Ich höre dann beim offenen Fenster beim Nachbarn zu, anstatt 3 Monate hier zu klotzen. Ja, das ist es nicht wert. Und dann stellst du dir halt die Frage, was ist das wert? Und das ist so ein Erziehungsprozess, wo du dich selbst erziehst. Mhm. Und dieser Prozess fängt auch an, dir unheimlich happy zu machen. Du stellst dann fest, du bist relativ bedürfnisarm. Mhm. Was aber für mich dann sich als größtes Bedürfnis herauskristallisiert, das ist Freiheit. Mhm. Also nicht abhängig zu sein von anderen. Mein eigenes Herz zu sein. Und das habe ich auch ganz krass in Corona-Zeiten erlebt. Mhm. Ne, da habe ich gemerkt, also ich habe ja in Bayern, wie ihr auch, das war echt doof da. Ja. Ne, also das war gerade mein Abi. Ja. Also ich muss sagen, das war so doof. Das hat mal Corona hat mein, und wie unsere Regierung damit umgegangen ist, hat mein ganzes Leben verändert. Mhm. In der Art und Weise, dass ich gesagt habe, ich komme erst wieder, wenn es vorbei ist. Ne, und ich muss doch ein Land geben, wo es nicht so ist. Mhm. Und dann habe ich auch alle Länder danach betrachtet, wie hart die durchgegriffen haben. Mhm. Und in schlechte und gute Länder getauscht. Und die schlechten waren die harten. Mhm. Also wo der Arm der Regierung lang war. Und wo der Arm kurz war, waren die guten. Deswegen habe ich auch Nordzypern lieben gelernt. Mhm. Und Dubai hat sich ja auch sehr anständig angestellt. Mhm. Aber so die typischen Freiheitsländer wie Kanada, Australien, Neuseeland, die haben ja komplett verkackt. Mhm. Ne? Also das, wenn man sich überlegt, was die dann machen, wenn es die nächste Krise gibt, hat man eigentlich überhaupt keinen Bock mehr, ein Flugticket hinzubuchen. Mhm. Ne? Und dadurch habe ich auch viel gelernt. Ne? Wie wichtig mir Freiheit ist. Vor allem, ja. Und das sind halt immer so einschlagende Momente in deinem Leben, die dir einen richtigen Kurs geben. Mhm. Und da war ich ziemlich bläder aufgestellt damals. Ich hatte alles in Deutschland. Mhm. Und dann habe ich auch ganz krass angefangen zu diversifizieren. Also quasi meinen Tellerrand auszutreten. Verschiedene Länder, also in verschiedenen Ländern Wohnsitze aufgebaut, die ich dann einfach aneinanderlegen kann. Dann habe ich auch viele Rechtssysteme. Okay. Das heißt, wenn ich keinen Bock auf Pokern habe oder Zocken habe, völlig liberal, gehe ich nach Nordzypern. Ja. Wenn ich ein super billiges Leben will, ja, gehe ich nach Neuzypern. Mhm. Will ich tolle Wälder im Sommer spazieren gehen mit meinem Hund, bin ich in Deutschland. Ja. Und wenn ich Miami-Feeling haben will, aber ohne Armut und ohne Steuern und Kriminalität und will absolut meine Ruhe im absolut modernen, neuen Bereich, dann liebe ich Dubai im Winter. Ja. Das ist mal nicht zu toppen, Mann. Mhm. Ne? Und das muss man klar sagen. Aber jedes Land für sich hat natürlich Stärken und Schwächen. Genau. Und für jeden Typen ist ein anderes Land gut. Mhm. Und da ich aber gar nicht so einfach gestrickt bin, habe ich einfach die Länder kombiniert. Und so, immer wie ich Bock habe, sause ich dann halt zwischen den Ländern und hole mir überall das Beste. Mhm. Zum Beispiel finde ich auch im Winter in Deutschland die Heizkostenrechnung zu bezahlen blöd.
Also bin ich einfach nicht da. Dann brauche ich eigentlich, braucht meine Wohnung keine Heizung. Ja? Ein Problem, eine Lösung. Ja, ich bin eigentlich Energieflüchtling. Ja? Also was ich da an Energiekosten im Winter spare, das reicht schon fast, um mir mein Leben in Dubai zu finanzieren. Ne? Also weil ich habe Altbau mit hohen Decken. Ne? Also da, du heizst ja nicht die Quadrat, sondern die Kubikmeter. Ja. Allein dieser Ersparnis ist so krass, dass ich, also in Nordzypern könnte ich für wahrscheinlich ein Semester Heizkosten in Deutschland ein ganzes Jahr leben. Ne, von den laufenden Kosten. Also so ist das bei mir, wenn du eine große Bude hast mit Tondecken. Ja. Das ist fies. Also und da sage ich dann, okay, also im Winter, Deutschland geht gar nicht, Waschlappen will ich auch nicht nutzen, ich bin ein sparsamer Typ und wenn ich jetzt alle Heizungen ausmache, dann ärgert mich die Freundin, da hast du eine Macke oder was? Ja. Also dann ist beste Dubai, da brauchst du keine Heizung. Ne? Macht einfach Sinn. Und die Energiekosten sind toll. Ich glaube, wir bei 7 Cent pro Kilowatt Stromkosten liegen wir und im Winter brauchst du eigentlich weder kühlen noch heizen hier. Also das ist super. Ne? Also das sind so viele Aspekte, wo man überlegt, wie kann man sein Leben eigentlich so optimieren. Es ist ja aus jedem Land das Beste zu greifen. Mhm. Ich glaube, das nennt man auch Flaggentheorie. Ne? Okay. Du holst dir aus jedem Land das Beste. Also zum Beispiel, wenn du auf brasilianische Mädels stehst oder Herren stehst, dann holst du dir halt einen Genpool aus Brasilien. Ja. Und wenn du sagst, ich finde die englischen Versicherungen am besten, dann machst du halt eine Versicherung aus England oder aus Frankreich, ne? Ja. Wie wir auch vorhin besprochen haben, wie ein oder andere von uns hat. Oder wenn du ein absolutes Autoland willst, dann Dubai ist ziemlich nicht schlecht, würde ich mal sagen. Mhm. Die Autos sind super günstig, der Sprit ist günstig und du wirst hier nicht gezwungen, ein Elektroauto zu fahren. Oder in Deutschland habe ich es ganz oft, wenn ich mit meinem Customized Jeep unterwegs bin, dass man mich da nicht aussteigen lässt und mir eine Moralpredigt hält, warum ich jetzt das Auto halte. Ja. Ich finde es auch schön, mal ohne Moralpredigt fahren zu können. das finde ich auch super. Also da hat Dubai echt was zu bieten, ne? dass man dich hier relativ in Ruhe lässt. Ja. Was waren noch so für Länder, die vielleicht in deinem Auswahlpunkt standen? Also ich habe 98 Länder angeguckt. Okay. Und ich bin ja auch ein Immobilieninvestor. Das heißt, ich habe mir alles auch in der Investment-Situation, also Investment-Aspekt angeguckt. Okay. Und die beiden besten Länder, die ich aktuell so auf dem Plan habe, ist Nordzypern und Dubai. Mhm. Weil im asiatischen Raum hast du ja auch in der Regel so Social Scoring, Einschränkungen. Ja. Wenn du zum Beispiel in Thailand investieren willst, brauchst du vor Ort einen Partner, der 51% gehört. Mhm. Also überhaupt keinen Bock, einen Zwangspartner zu haben. Ja, also das ist ja wie Zwangsehe. Ne? Also das ist schon, ich bin Freiheitstyp. Ja. Also da kannst du schon mal eine riesen Palette von Ländern wieder wegstreichen, die irgendwelche schräge Regeln haben. Ja. Mhm. Oder manche sind auch unheimliche Amerika-Fans. Ich muss sagen, ich mag Amerika auch, aber ich mag da nicht investieren, weil die Grundsteuer so hoch ist. Mhm. Das heißt ja 10% fast vom Anschaffungswert, jährliche Kosten. Das stelle ich mir vor, wenn ich mal keinen Mieter habe. Mhm. Oder die haben Wirtschaftskrise und du hast da 20 Wohnungen oder 30 und darfst dann von allen die Grundsteuer bezahlen. Das ist irgendwie auch nicht so appetitlich. Also da finde ich, dass die Downsize, um im Pokerjargon zu sprechen, ist ziemlich mies. Ja. Da brauchst du ja auch Länder, wo es auch viele Mietinteressenten gibt. Deswegen war Deutschland jahrelang eines der coolsten Länder, weil die Regierung hat immer gesagt, wir sind reich. Das war sie ja auch, nur die Bürger nicht. Wir haben eine der niedrigsten Eigentumsquoten Deutschlands, europaweit, weltweit wahrscheinlich sogar. Mhm. Also wo Menschen Eigentum besitzen, ist in Deutschland ja ganz low der Level. Mhm. Und dadurch hast du einen gewaltigen Mietmarkt. Ja. Und deswegen war der deutsche Markt ja so sexy. Ne, weil du einen brutalen Mietermarkt hattest, der war ja riesig. Wir haben eine Eigentumsquote von 45%. Wenn du jetzt zum Beispiel in Panama investierst, da ist die bei 86. Da musst du nicht anfangen zu vermieten, ja. Und da hast du zum Beispiel auch ein feuchtes Klima. Das heißt, wenn die Klimaanlage in Panama in der Feuchtsaison für 3 Monate ausmachst, Klimaanlage dient ja auch des Entfeuchtens, dann kannst du die Bude wegschmeißen, kannst voll neu sanieren, weil alles verschimmelt ist. Ja. Also gibt es einfach Länder, die klimatisch nicht gut sind, dann gibt es Länder, die haben keinen Mietmarkt, dann gibt es Länder, da ist es einfach schwierig, auch einen Kredit zu kriegen, dann gibt es Länder, da sind die Kreditzinsen viel zu hoch. Dann gibt es Länder, die entwickeln sich nicht so gut oder in eine falsche Richtung. Und da bleibt am Ende des Tages gar nicht so viel über. Ich bin jetzt mal gespannt, wie Argentinien sich entwickelt. Okay. Ich bin ja extremer Fan von diesem Milei, der neu am Start ist, der Liberalist. Und nach 100 Jahren Sozialismus sieht man ja auch, der hat jetzt nach kürzester Zeit geschafft, dass Argentinien das allererste Mal seit, ich will schon sagen, nach dieser Zehnten keine neuen Schulden aufnehmen muss. Ne? Und wir sehen ja im Umkehrschluss, was in Deutschland passiert, wenn du eine sozialistische Regierung hast, die wissen gar nicht überhaupt, wie sie finanzieren sollen, weil die so viele unökonomische, unlogische Ideen haben. Yeah. Ne? Also für alles Mögliche und jede Randgruppe wird da gefeiert und keine Ahnung was.
Und ja, da sieht man verschiedene Entwicklungen. Ne? Und deswegen, das ist für einen Immobilieninvestor wichtig, weil du bist halt nicht so flexibel. Ne? Immobilie steckt schon drin, du bist schon ein bisschen immobil. Mhm. Das heißt, du musst schon auch sehr genau hingucken, dass der Markt 5 oder 10 Jahre so mindestens, sage ich jetzt mal so, planbar ist. Ne? Mhm. Und ja, und wenn das nicht gegeben ist, ist der Markt eben nicht gut. Dann würde ich lieber in Gold investieren oder in andere Sachen, ja, in Krypto oder in Aktien oder in Dividendenaktien. Dividendenaktien ist ja auch so ein bisschen wie, wie Immobilien, ja, wenn du genug davon hast, dann hast du auch jeden Monat einen Dividendenzuzug, fühlt sich an wie Miete. Ja. Ne, das heißt, ist zwar nicht so rentabel, weil du nicht hebeln kannst, aber ist auch ein Plan B oder C, ne? Wenn man jetzt merkt, die Märkte werden immer unberechenbarer. Und wir leben ja in einer immer unsicheren Zeit, was ja auch zur Folge hat, dass Krypto und Gold steigt im Moment. Ne? Investierst du in Krypto? Investierst du in Krypto? Ja, aber eher wenig. Okay. Ich bin einfach zu begeistert vom Thema Immobilien. Okay. Ich liebe eigentlich Sachen, die man anfassen kann. Okay. Ne? Also das ist einfach, habe ich schon immer unheimlich Spaß dran gehabt. Deswegen investiere ich eher in Oldtimer, in Uhren Gold, in Immobilien, also alles, was man angrapschen kann. Mhm. Und was mir halt bei Immobilien besonders gut gefällt, es ist halt nicht wirklich ein Investment, sondern es ist so eine Art Mikro, es ist ein hybrides Ding zwischen Unternehmertum und Investment, weil du ja auch Faktoren hast, die du verändern kannst. Beim klassischen Investment, nehmen wir erstmal Krypto, du legst dein Geld hin, du hoffst, dass es steigt und mehr wird, aber du weißt es nicht. Ja. Und wenn es in eine andere Richtung läuft, kannst du einfach nichts machen. So, also du bist ein bisschen dann hilflos. Panikverkaufen. Ja, die Verluste reduzieren. Das ist wie im Aktienmarkt. Investiere ich jetzt in Microsoft, dann lege ich mein Geld hin und hoffe, dass ich es wiederkriege und hoffe, eine Rendite zu kriegen. Aber es basiert alles auf dem Prinzip Hoffnung, aber nicht Wissen. Ja. Beim Immobilienindex, deswegen gibt es so viele Immobilienmillionäre, weiß ich das eigentlich ziemlich gut. Also ich kann mir, wenn ich alle Faktoren nebeneinander lege, kann ich eigentlich mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit schon sagen, das wird. Ne? Außer es gibt einen Weltkrieg oder irgendwas. Da steckst du jetzt nicht drin. Ja. Oder die Regierung macht schräge Gesetze in kürzester Zeit. Das ist sehr schwierig dann zur Berechnung. Aber normalerweise verändert sich eine Regierung ja nicht von A nach B. Also in Deutschland war es ja auch absehbar, als die Frau Merkel kam mit der CDU-Regierung und die CDU links wurde, ne, dass im Prinzip, und dann mit der SPD zusammen, und man hat ja auch am Fokus gesehen, wo das Geld jetzt hingeht, man hat ja auch am Fokus gesehen, welche Interessen hier sind, und man hat halt auch gesehen, dass es nicht Richtung Individualität geht, es geht nicht Richtung Wohlstandsmehrung, es geht nicht Richtung Familie, sondern es geht im Prinzip hin zu einer Art internationalen Sozialismus. Das heißt, ich will, dass allen gut geht, also verteile ich halt auch das Vermögen überall. Also als Auswucherung Fahrradwege in Peru oder dass wir die ganze EU finanzieren, obwohl wir zahlen die höchsten Steuern und können, warum zahlen, erhöhen nicht erstmal alle anderen Länder die Steuer. Ja. Also ich bin da, also da muss ich sagen, bin ich jetzt nicht so altruistisch drauf, dass ich sage, mein Volk zahlt am höchsten Steuern, alle anderen zahlen die Hälfte oder Irland 10% und wir müssen am meisten abgeben. Warum erhöht man nicht in Irland die Steuern auf den deutschen Satz und dann könnten die den gleichen Betrag abgeben? Ja. Ne? Sondern dann ist das eigentlich eine harte Umverteilung von den Ländern, die viel, also die Bürgern, die viel Steuer abgeben, zu den Ländern, die wohl die wenig Steuern abgeben. Und das finde ich nicht okay. Weil wir jetzt wieder Thema Deutschland sind. Ja, ja. Das ganz Interessante, da gab es einen coolen Vorschlag, ich glaube vom Staatssekretär Deutschen, dass die beispielsweise in der EU so einen Fonds einfach so einen Fonds erstellen, wo jeder Staat was für die Flüchtlingskrise beisteuern muss, damit es fairer gestaltet ist und damit sozusagen die Länder wie Deutschland, die ja teilweise, ich glaube Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen, hat allein irgendwie 160.000 Flüchtlinge aufgenommen, während Frankreich nur 60.000 oder 90.000 aufgenommen hat. Dass wir zum Beispiel Deutschen wieder entlastet werden, weil wir einfach mehr dafür tun, was auch sehr gut ist, sehr schön ist, aber einfach ein bisschen unfair gegenüber dem Rest. Du meintest vorhin auch, Deutschland hat an sich ein sehr geringes im Vergleich Eigentumsvermögen. Generell Vermögen. Obwohl, ich dachte eigentlich, dass Deutschland ein sehr reicher Staat ist, oder wird es uns irgendwie nur... Nee, Deutschland ja. Ja? Also ich denke, wir haben eines der reichsten Staaten der Welt, aber der Bürger ja nicht. Okay. Ne, weil wir die höchsten Abgabensteuern haben. Das Durchschnittsvermögen der Deutschen ist, glaube ich, eines der niedrigsten. Ich glaube, kann man sich Vermögensstatistiken der Deutschen Bundesbank angucken. Wir haben eines der niedrigsten Vermögen in der ganzen EU. Ich meine, jeder Italiener hat ein, zwei Häuschen,
Ich glaube, die Italiener haben dreimal mehr Vermögen oder doppelt so viel Vermögen wie jeder Deutsche. Das ist so ein bisschen so eine Mindset-Sache. Wir sind ja auch, also meine Familie kommt aus Russland und es ist halt so normal, dass man halt ein Eigentumshaus hat, so ein bisschen. Ne? Also hier familiär. Ist das gar nicht normal. Ja, genau, familiär, dass du wirklich dann also über die Erbschaft weitergibst. Ja. Aber viele Deutsche verzichten auf die Erbschaft oder wollen dann das Haus nicht oder ziehen weg oder was auch immer. Das sind dann verschiedene Gründe, die dazukommen. Dass viele Familien, wie gesagt, auch ihre. Ja, du hast eine Erbschaftssteuer, die ja auch noch das Leben schwer macht. Ne? Und Erbschaftssteuer ist ja auch ein reines Neiddebattenthema, weil die Erhebung der Erbschaftssteuer ist genauso hoch wie die Erbschaftssteuer als solches. Weil Länder wie Österreich und Schweiz haben ja schon erkannt, dass die Erbschaftssteuer aufkommensneutral ist. Mhm. Bringt überhaupt nichts. Und in Deutschland, also haben sie abgeschafft, und in Deutschland haben wir das ja nur wegen der Neiddebatte. Mhm. Ne, dass man irgendwie sagen kann, ja, nee, wir nehmen den Reichen mehr weg. Mhm. Ne, also um dann im Prinzip den linken Flügel zu befrieden. Ja. Ne, also von Leuten, die halt eher Life Balance wollen. Das ist so ein bisschen das Problem vom Sozialismus. Also klar, es ist was sehr Schönes, aber was der argentinische Präsident, den du vorhin, glaube ich, angesprochen hattest, auch gesagt hat, Sozialismus hat in der Geschichte immer schon vom Kapitalismus letztendlich gelebt und Armut hat immer zu Armut geführt. Klar. Richtig. Und dann kollabiert. Die DDR, näher konnte man ja nicht dran sein. War ja auch eine Demokratie, Deutsche Demokratische Republik. Ne, also das Wording ist das gleiche wie bei BRD fast, ja. Mhm. Das hat am Ende zur Armut geführt. Ne, die konnten ja nicht weiter, sind ja pleite gegangen. Also sind ja nicht freiwillig, jetzt kam es zur Wiedervereinigung, sondern die waren am Ende der Fahnenstange. Ne? Deswegen ist ja auch soft dann übergegangen, ne, das Finanzierungsmodell. Letztendlich von Russland zu nach Deutschland. Mhm. Ne, also weil es einfach nicht funktioniert hat. Die hat ja noch Fertigungstechnik, die 100 Jahre alt war. Und das erleben wir jetzt in Deutschland auch, dass alles Neue, also ich meine, die ganzen Amerikaner ziehen die deutschen Konzerne ab und die Nachbar-EU-Länder die deutschen Mittelstandsbetriebe. Ja. Und das sieht man ja an jeder Ecke. Und es wird in Deutschland die Investitionsquote schlecht wie nie. Mhm. Letztes Jahr hat Deutschland netto 132 Milliarden verloren, das ist ja so viel wie nie seit der Gründung der BRD. Und es wird nichts mehr investiert, sondern die alten Fertigungsanlagen, die werden halt weiterlaufen lassen, weil die haben schon abgeschrieben, das macht dann nichts. Aber es finden keine Neuinvestitionen mehr statt. Das heißt, alles Neue passiert woanders. Okay, jetzt hast du es realisiert, Corona war für die meisten was ein Rückschlag, aber du hast dadurch eigentlich einen Vorteil irgendwann vielleicht gezogen, weil du hast gemerkt, hey, du willst was nicht wiederhaben, du bereitest dich jetzt auf etwas vor. Absolut. Und bist abgezogen aus Deutschland. Was hast du mit deinen deutschen Immobilien, hast du ja aufgebaut, gemacht und wo bist du dann hin? Du bist erstmal in Nordzypern oder Dubai. Ja. Was hast du dort aufgebaut und welche Risiken hast du dort verstanden, gesehen? Ja. Also ich bin immer noch in Deutschland steuerpflichtig, weil ich ja massiv aufgebaut habe in Deutschland und man kann schnell aufbauen, aber abbauen geht nicht so fix. Mhm. Ne? Du hast ja verschiedene Regeln. Also wenn du eine Immobilie verkaufen willst, musst du ja 10 Jahre halten, um sie steuerfrei zu vertickern. Ja. Wenn du jetzt sie nicht 10 Jahre hältst, dann darfst du ja nur 3 innerhalb von 5 Jahren verkaufen, sonst kommst du in gewerblichen Immobilienhandel und das infiziert dann halt auch alles. Das heißt, du kannst nur ganz gemütlich und ganz vorsichtig eine nach dem anderen, nach bestimmten Regeln, nach steuerlichen Regeln verkaufen. Wenn du einen Maximal-Exit gibst, dann bist du im Maximalsteuersatz. Also gibst du die Hälfte ab oder mehr. Mhm. Das macht ja keinen Sinn. Ne? Und deswegen bin ich selber noch in Deutschland steuerpflichtig. Also das muss man ganz klar sagen und zahle ganz brav da meine Steuern. Wie man das halt lernt, Welteinkommen muss man halt in Deutschland besteuern. Und vergesst da auch nichts. Also lass da keine falschen. Ne? Und ich lebe, also, und ich bin ja auch im Sommer lebe ich in Deutschland, habe da noch meine Wohnung. Also ich bin der klassische deutsche Steuerzahler. Aber da gibt es ein schönes jüdisches Sprichwort, das heißt, kümmere dich um das Schlimmste, das Beste kümmert sich um sich selbst. Ja. Und da ich so Stuma-Rest nicht nochmal haben will, wie ich das hatte in der Corona-Zeit, dafür bin ich einfach zu alt, habe ich dann einfach angefangen, halt auch in anderen Ecken der Welt Geschäftsmodelle aufzubauen mit anderen zusammen. Mhm. Ne, also einfach, dass ich dann auch eine neue Spielwiese habe. Und wenn ich jetzt vergleichen sollte zwischen den drei Ländern, dann hat jedes Land unterschiedliche Vor- und Nachteile. Und für jeden Typus Mensch ist das ist das ein Land das Beste und das andere das Schlechteste. Ne? Sagen wir mal, wenn du jetzt, fangen wir mal mit Nordzypern an. In Nordzypern sind die Lebenshaltungskosten, weil sie in türkischer Lira sind, gefühlt so auf dem Niveau von Thailand. Mhm. Und du bist in der Lage, dir eine traumhafte Zwei-Zimmer-Wohnung direkt am Meer in einer Top-Lage für einen Preis zu kaufen, wofür es kein One-Bedroom-Neubau in Deutschland gibt. Mhm. Das heißt, wenn du ein bisschen Geld auf der Seite hast, sagen wir mal 300.000 Euro,
Irgendwie durch Verkauf deiner Wohnung in Deutschland, kannst du dir da durch den Erwerb einer Wohnung und dadurch, dass du da lebst, den billigsten Lebensstandard, also von Kosten her, nicht von Lebensqualität, den billigsten Lebensstandard fast der Welt einkaufen. Wurde auch im Forbes-Magazin als eines der günstigsten Destinationen am Meer gefeiert. Mhm. Und für jeden, der chillen will, der keinen Bock hat, sich tot zu machen, ja, der ein bisschen Kohle hat oder ein bisschen digital unterwegs ist und du brauchst nicht viel, ist die Bude bezahlt, würde ich sagen, in Nordzypern mit 800 bis 1000 Euro im Monat bist du der Herr, wirklich der Held im Erdbeerfeld. Mhm. Da geht's dir bombastisch doch. Ja, mit Essen gehen und Steak unterstützen, wirklich ist super gut, ja. Und du musst nicht viel arbeiten. Du legst direkt an Meer, du hast 300 Sonnentage. Mhm. Wenn du auf dem Markt einkaufen gehst, da kostet ein Kilo Erdbeeren 40 Cent oder was. Mhm. Also das ist unvorstellbar, also wirklich brutal günstig. Außer du zockst. Außer du verlierst. Außer du verlierst. Wenn du verlierst, verlierst du immer, egal wo. Ja? Also, ne, wenn du, ich sag mal so, also für Rentner genial, ja, für Chiller genial, die vielleicht ein bisschen was geerbt haben oder die so ein kleines Online-Business haben, das muss auch nicht viel abwerfen. Ja. Ne? Also, weißt du, wenn du eher der Typ bist, der gerne chillt, ne, dann ist Nordzypern einfach super gut. Mhm. Aber du musst dein Business mitbringen, weil der Durchschnittslohn liegt bei 5, 6, 700 Euro im Monat. Mhm. Da brauchst du nirgendwo anheuern, es sei denn, du willst da im Kellner arbeiten für nix. Mhm. Und normalerweise kriegst du einen Deutschen für den Betrag, den kriegst du ja nicht mehr in Deutschland zu arbeiten. Ja. Das ist schon gar nicht in Nordzypern. Ne? Also das kannst du vergessen. Also für diese Entitäten, und auch Schule ist recht günstig, muss man sagen, für hohe Qualität. Da kostet auf einer Elite-Schule, bei der Schule bist du bei 400, 500 Euro Vollzeit im Monat mit dabei. Mhm. Für Dubai traumhafte Verhältnisse, ja. Also für diese Klientel, von mir aus noch Double Income, nur, also zwei Arbeiten so ein bisschen was Esoterisches, was Entspanntes, was Chilliges, ein bisschen Online-Coaching und Kid, hat man, möchte man viel Zeit haben, möchte am Strand leben, ganz wenig arbeiten, minimalistisch und das Leben ist geil, ist Nordzypern das Beste, was es gibt. Auch für Rente das Beste, was es gibt. Medizinische Versorgung ist spottbillig. Da kostet ein Besuch beim Frauenarzt 17 Euro mit Röntgen, also mit also großes Blutbild oder so 11 Euro. Ja? Also, ne? Geiler geht's echt nicht. Ja. So. Wenn man aber einen luxuriösen Lifestyle will, wenn man Bock hat auf Hasseln, mhm, wenn man richtig was reißen will, hat vielleicht noch gar kein Geschäftsmodell. Ja, will auch jetzt nicht beim Vermögensaufbau geblockt werden durch ständige Bürokratie und Vorschriften. Man will so richtig Kette geben, mhm, am besten noch keine Kinder hat oder zu zweit mit einem Kumpel, ihr beide, bestes Beispiel, oder noch mit einer Freundin zusammen, die auch hasselt. Mhm. Vielleicht kriegt hier noch einer irgendwie aus Deutschland heraus einen Job in Dubai oder sowas, mhm, ja. Dann glaube ich, gibt es keinen geileren Platz, um in kürzester Zeit Vermögen aufzubauen und richtig Kette zu geben als Dubai. Hier sind immer alle gut drauf und wenn du anfängst zu chillen, das schaffst du gar nicht, ja, weil du sofort ein schlechtes Gewissen kriegst. Kennt ihr auch, ne? Auf jeden Fall. Also in Dubai, in Nordzypern ist es andersrum. Wenn du der bist, der arbeitet, alle, geht's noch oder was? Bist du krank? In Dubai kennst du dann keinen, weil du hast keinen, mit dem du chillen kannst. Ne? Hier geben alle Kette. Also hier geben alle Kette. Wenn du Probleme mit Alkohol hast, ist Dubai auch super. Ne? Da hier trinkst du einfach generell nichts. Ne? Weil alle, fast jede Party ist um 10 Uhr zu Ende, da geht ihr nach Hause, weil ihr am nächsten Tag wieder Kette geben müsst. Yeah. Also zum Arbeiten, Vermögensaufbau, wenn man auf Autos steht, ne? Wenn man wenig Bürokratie mag. Ich meine, als Angestellter hast du null Bürokratie. Du musst ja nicht mal Einkommensteuererklärung machen. Du verkonsumierst das Geld, wie es reinkommt. Yeah. Punkt. Also wenn du diese Art von Leben willst und ja, keine Kriminalität, super geiler Ordnungsrahmen, die geilsten Straßen überhaupt. Also, dann ist Dubai einfach nur geil. So. Für wen ist Deutschland geil? Deutschland ist geil für die Leute, die einen Job am Start haben. Mhm. Mega gut. Mhm. Die sind ja alle privat versichert, dann als Beamte. Mhm. Wenn du vielleicht auch ein bisschen kränklich bist und auch beim, sag ich mal so, auch wenn du 6 Wochen im Jahr krank bist, dein Arbeitgeber schmeißt dir nicht raus. Oder 2 Monate, ich glaube durchschnittlich 18%. Wenn du viele, viele Kinder hast, mhm, weil Schule kostet in Deutschland, also gerade wenn du weniger unterdurchschnittlich verdienst, ja nichts, ja, weil der Staat dich ja überall subventioniert. Wenn du vielleicht auch nicht die hellste Kerze auf der Torte bist, ja, also du machst irgendwie einen einfachen Job und willst über wenig nachdenken, ja, du willst so die so Hotel-Mama-Mentalität, irgendwie denkt einer für dich, wenn es auch nicht immer super smart ist und nicht immer alles top ist, aber irgendwie musst du dir wenig Gedanken machen, ne? Ja. Da gibt's ja auch so ein Video, ja, dann klopp ich mir quasi gegen die Birne mir einen Silberblick und verkauf Gurken bei Aldi und mein Leben ist super easy, hab da meine 2 Netto oder 1,8 und muss mir wegen nix eine Platte
machen. Jeden Abend gehe ich saufen oder so. Und wenn ich zu viel saufe, kein Problem, kriege ich Bürgergeld. Also, ne, oder viele Kinder, also, wenn ich so, weißt du, so dieses Niveau, also, ich sag mal, Berlin ist ja das beste Beispiel. Yeah. Ich glaube, Berlin ist die einzige Stadt, die sich feiert für ihre Asozialität. Ne? Und deswegen ist Deutschland für genau diese Leute, ja, genial. Oder wenn du quasi ohne Vermögen kommst und ohne Qualifikation aus dem Ausland, dann würdest du in Dubai sofort sterben, ja? Da hast du keinen Job, kriegst gar nichts. In Deutschland freut man sich, wenn du kommst, ja? Egal, ob du brauchst ja nicht mal ein Wort Deutsch sprechen, super gut. Also gerade für Leute, die vielleicht aus Ländern auch kommen, jetzt wie Syrien oder Türkei, da ist das Bürgergeld, glaube ich, dreimal höher als der Durchschnittslohn in der Türkei. Mhm. Ne? Da hast du ein gewaltiges Upgrade, Mann. Also für diese Leute ist Deutschland das absolute Paradies. Also geil für Beamte, geil für Sozialpädagogen, geil für Leute, die Work-Balance wollen, geil für Leute, die 3-4 Kinder haben. Da solltest du eben aufs Dorf ziehen. Dann ist auch die Gefahr der Innenstädte dann so ein bisschen behoben. Dann ist Deutschland einfach geil. Ne? Und auch wenn du so asozial magst, ne? Dann ist auch super. Ja? Also ist Berlin vor allem geil. Ne? Also da hat Deutschland ganz viel zu bieten in dem Bereich. Und dann bist du in Deutschland super aufgehoben. Aber wenn du jetzt ein Unternehmen in Deutschland gründen willst, ja, da wirst du ja gefotzt. Meine Güte, das Finanzamt sorgt schon dafür, dass du keinen Spaß hast. Nee. Also in Deutschland muss ich sagen, für mein Business mindestens einen vollen Tag die Woche. Mhm. Geht nur drauf mit Bürokratie meiner selbst. Mhm. Allein wie geil es ist, dass du in Nordzypern und Dubai keine Briefkästen hast. In Deutschland ist der Briefkasten die Geisel deiner selbst. Da sind keine Urlaubskarten mehr drin. Da sind immer nur graue, grüne, blaue, braune, gelbe. Rote Briefe drin. Gelbe. Ja, gelbe habe ich vergessen, danke. Ah, ganz wichtiger Punkt. Du kriegst in jeder Farbe einen Brief und keiner von diesen Briefen ist geil. Ne? Also das kann man völlig vergessen. Also Briefkasten in Deutschland ist gruselig. Das ist also ein Angstmechanismus. Und also das finde ich ein Problem. Also die Bürokratie, also ich sage das als Professor für Unternehmertum, ja? Die Bürokratie ist wirklich erschlagend. Alleine du musst ja, wenn du zum Beispiel 18 Stunden am Tag arbeitest oder 16, wie ich das früher gemacht habe, dann musst du dein ganzes Leben dokumentieren. Mhm. Ne? Du gehst zum Essen, dokumentieren. Du fährst mit dem Auto, Fahrtenbuch. Du, egal was du machst, in Dubai schmeißt du einfach alles weg. Ne? Also du kriegst es gar nicht erst einen Beleg oder so, ja? Du musst jeden Mist dokumentieren und du musst dich für alles rechtfertigen. Du musst immer sagen, warum war das jetzt unternehmerisch? Du machst eine Fortbildung und dann musst du genau aufschreiben, wann du dich getroffen hast, was du inhaltlich gemacht hast. Dann ruft das Finanzamt an und fragt dich noch, was du wirklich, bist du sicher, dass das unternehmerisch war? So, du musst dich für alles rechtfertigen. Ja. Und das ist eine ganz böse Nummer. Und diese Rechtfertigungsgeschichte plus dieses Mikromanagement deiner selbst, plus die Steuern sind ja nicht nur das, was du liest, sondern diese ganzen vorbereitenden Arbeiten, die kosten ja auch verdammt viel Geld. Und dann musst du ja auch noch Steuerberater und die ganzen Lümmel mitbezahlen. Das sind ja Nebenkosten des Finanzamts. Ja. Kein Mensch kommt auf die Idee, einen Steuerberater zu beauftragen wie in Dubai. Da gibt es den Beruf gar nicht, wenn es keine Steuern gibt. Das heißt, die musst du ja draufrechnen. Und die sind teuer. Ja. Und die haben alle Personalmangel. Das heißt, du hast nur nie aktuelle Zahlen. Sondern deine Zahlen kommen immer auf die letzte Minute in Deutschland. Das ist auch ganz klar. Weil das ist alles furchtbar. Also muss ich echt sagen. Also Unternehmer würde ich Deutschland auf jeden Fall verlassen. Mhm. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Da hast du meiner Meinung nach null Zukunft. Mhm. Und das sieht man ja auch. Konzerne werden alle von Amerika abgezogen. Mittelstand geht nach Europa. Und alle jungen und junge Leute wie ihr, die was auf dem Kasten haben, die Bock haben, was zu bewegen, bloß Abflug. Fort. Ne? Und an den Hochschulen. Also gerade wenn du BWL studierst, ne, da ist ja eine Hälfte so banal, dass du dich fragst, wozu musst du den Mist lernen? Ja? Also ich musste in meiner Studienzeit an der Uni noch Pfeile machen. Die Firma und der Vorstand, da musste ich verbinden. Ja? Also welcher Vorstand jetzt, wer jetzt Vorstand war von Mercedes-Benz, musste ich wissen und sowas. Mhm. Um zu testen, ob ich jetzt hier das Handelsblatt lese. Ne, das war wahrscheinlich so der Hintergedanke. Ja? Die andere Hälfte ist so komplex, dass du sie nie brauchst. Ja. Und das Wissen ist auch mittlerweile so veraltet. Ne, also wenn so ein Professor jetzt mal 50 ist, dann lernt er aus seinen Büchern, wenn er 40 war. Und von dem Zeug gibt's ja gar nichts mehr. Ja? Mhm. Also du machst ja nicht mehr Marketing per Postversand. Ja. Ne? Und in der Regel. Es hat sich alles so viel geändert. Es hat sich so verändert, das ganze so, Wissen. Und es verändert sich auch sehr schnell weiter. Also, absolut. Also früher hattest du, als ich jung war, das Problem, dass du an gutes, praktisches Wissen nicht rangekommen bist. Mhm. Wenn ich ein Buch aus Amerika wollte, dann musste ich in die Bibliothek Fernleihe, dann musste ich erstmal überhaupt auf die Idee kommen, dass dieses Buch gibt. Mhm. Weil es gab kein Internet. Ja. Ne? Oder ganz mal, also da,
Und dann musstest du zufällig auf diese Idee kommen, dass es dieses Buch gibt, dann musst du über Fernleihe bestellen, hast du 3 Monate gewartet und musstest es dann in kürzester Zeit durchkrachen. Mhm. Es gab auch kein Englisch, also wir hatten mit Englisch ja nichts zu tun, was war denn da Englisch bitte? Ja. Also auch mein ganzes Studium war Deutsch. Ne? Also das ist und immer noch eigentlich überhaupt nicht international und nicht modern und, mhm. und wir haben auch keine Softwarebetriebe in Deutschland, außer SAP noch, sonst wir programmieren ja keine Softwaresysteme, mhm. Digitalisierung, ich glaube, sind wir auf Platz 80, was die Geschwindigkeit betrifft weltweit. KI, gibt es jetzt neue Gesetze? Wie kommst du auf die Idee, bevor es KI gibt, schon Gesetze zu machen, um es einzudämmen? Macht überhaupt keinen Sinn. Und wir vertreiben auch alle Intellektuellen. Also zum Beispiel Pokerspieler dürfen in Deutschland auf eine Plattform im Monat nur 500 Euro hochladen. Wie sollst du denn mit 500 Euro im Monat ein Gehalt erzocken? Oder du musst ja auch auf den Einsatz Steuern zahlen. Ne? Also nicht auf den Gewinn. Also die lassen dir mal, also da sieht man ein typisches Beispiel, wie das Leben in Deutschland ist, die lassen dir nichts. Also alle Pokerspieler sind gegangen. Ja. Ne? Dann zweites Beispiel Trader. Wenn du Verluste, Gewinne nicht mit Verlusten saldieren kannst, dann gehst du auch. Ja? Mhm. Haben sie gesetzt, kannst Gewinne nicht mit Verluste saldieren, wenn du es privat hältst. Also jeder Trader ist gegangen. Mhm. Oder jetzt wollen sie Krypto, die Grünen, einschränken, dass du auf Kryptogewinne Steuern zahlen musst. Ja, dann nimmt Deutschland natürlich nicht teil am Kryptotrend. Mhm. Ne? Weil alle die Leute, die was auf dem Kasten haben, das Erste, was die machen, ist Arrivederci. Ja. Ne? Und so killen wir quasi eine Branche ganz sukzessive nach der anderen. Was hältst du davon? Was müsste sich in Deutschland speziell ändern, damit du sagen würdest? Wir brauchen Milei. Wir brauchen Milei mit Elon Musk bei Twitter. Die Kombination. Erstmal 80% der Latschen rausschmeißen beim Staat. Ja. Wir haben ja, glaube ich, die zweitgrößte westliche Regierung der Welt. Ich meine, unser Bundestag ist größer als das von der Amis. Mhm. Ne? Also, dass, wenn man sich das. Wir haben so einen Wasserkopf und wir haben ja auch durch die EU einen weiteren Wasserkopf draufgesetzt, mhm. ohne unten einen wegzunehmen. Mhm. Das wäre genauso wie wenn du jetzt ein Büro, wenn du buchst jetzt ein Podcast-Studio für einen ganzen Monat und dann buchst du noch ein zweites. Aber dein Umsatz erhöht sich nicht. Ja. Ne, und genau das haben wir gemacht. Also wir müssten extrem rauskürzen. Mhm. So rauskürzen. Und zum Beispiel bei der Arbeitsagentur, ich glaube, die vermitteln genauso viele Leute im Jahr, wie sie sind, anzahltechnisch. Also jeder Mitarbeiter einen. Im Jahr. Ne, also das ist so gruselig. Und jetzt auch im BAMF haben sie in Nürnberg wieder 1200 neue Beamte eingestellt. What? Wo ist denn da die technische Entwicklung? Wo ist denn die Digitalisierung? Ja. Nochmal, alle Betriebe haben in den letzten 10 Jahren 80% ihrer Belegschaft eigentlich abgebaut, in anderen Bereichen wieder eingesiedelt. Und diese ganze Entwicklung hat beim Staat nicht stattgefunden. Mhm. Und wir haben da so viel Nachholbedarf, das ist brutal. Mhm. Also das ist mittlerweile schon brutal. Was denkst du, wie lange wird es dauern sich dann oder was? Das sind so entscheidende Momente. Kommt auch an, wie hart der Typ ist, der es dann macht oder die harte Regierung ist. Aber bei denen, also mal, wir haben Studienabbrecher, wir haben Banker, die Gesundheitsminister sind, unser Wirtschaftsminister ist ein Kinderbuchautor. Das ist so wie, weißt du, du gibst so einen Lehrer und eine Lehrerin, sagst du, hier ist das Land, probier mal. Ne? So wirkt's. Ne? Und, mhm. und die Gesetze, also fast jedes Gesetz, was sie rausgeben, ist handwerklich absoluter Schrott und wird wieder einkassiert und dann wieder verändert. Es wird dann nicht mal einkassiert, sondern es wird dann eine neue Verordnung gemacht und es dann nochmal. Und dann nochmal, ja. und dann weiß überhaupt keiner mehr, wo er steht. Ja, also das ist schon schlimm. Also weil halt so viele Leute mittlerweile parasitär von diesem System leben. Mhm. Ich sag mal, in Deutschland hat sich, in der BWL lernen wir ja immer, dass es so 3 verschiedene Sektoren gibt. Ja, so Industrie, mhm. dann gibt es Landwirtschaft und Dienstleistung. Ja. In Deutschland gibt es noch einen 4. Sektor. Ne? Und das sind quasi unproduktive Diebe. Ne? Das sind Leute, die keinen Mehrwert schaffen, aber einfach extrem viel Geld kassieren. Und das sind mittlerweile die ganze GEZ-Abteilung, weil wer lässt sich denn bitte ARD und ZDF sagen, wenn er abends um 20 Uhr seinen Hauptfilm guckt. Das ist ja 20 Jahre alt, die Thematik. Ja. Dass abends um 20 Uhr der Tatort guckt, was ist das? Ne? Und dafür musst du auch noch zwangsbezahlen. Also, und die jungen Menschen gucken das ja gar nicht mehr. Letztens gab es ja erst einen Skandal, dass die mittlerweile sich Millionen dafür ausgeben, um Zuschauer auf ihre Plattform zu kaufen. Mhm. Die aber nichts zu bieten hat mittlerweile mehr. Ne? Also keiner völlig schaut Fernsehen. Ich weiß nicht, was das letzte Mal Fernsehen. Wer kaut denn bitte Öffentlich-Rechtliches? Also ja, das ist dann Rentnerfernsehen, so wie die Rentnerzeitung bei der Apotheke. Aber im Prinzip wird viel zu viel Geld ausgegeben für eine Sache, die man wahrscheinlich auch mit 1/10 der Belegschaft machen könnte. Ja? Also oder Radio hören. Ne, also brutal. Jedes Dorf hat 2 Radiosender oder so. Ja, also huiuiui. Da würden wahrscheinlich 3 am Ende auch reichen. Also könnte man die Bevölkerung auch ziemlich entlasten. Also meiner Meinung nach ist das ziemlich veraltet, das System.
und hat sich nicht mehr modernisiert. Mhm. Also die letzten 15 Jahre, würde ich sagen, waren in Deutschland komplett verschenkt. Mhm. Und man sieht auch keine Modernisierung mehr. Während man in Dubai ganze Stadtviertel baut, was gab es denn jetzt in Nürnberg die letzten 10 Jahre? Einen neuen Bürgersteig oder vielleicht haben sie ein Stück der Straße genommen und haben es als Fahrradweg deklariert. Also es gab ein paar Monate lang mal beim Hoppern auf die Baustelle die ganze Zeit. Ja. Ein paar Jahre, glaube ich, fast gedauert. Ja, und das Ergebnis war hässlich. Ja. Ne? Also und sah aus, jetzt ist billiger Plattenbau. Ja. Und das muss man auch sagen, der Bau in Deutschland furchtbar. Dadurch, dass du ja alles nach Energieeinsparverordnung hast, bauen die nur noch Platte. Ja. Also bei innenliegende Balkone, Tetrapack, die verhässlichen das ganze Land. Mhm. Also ich werde nicht vergessen, ich habe letztens in Nürnberg am Hauptbahnhof war, da war so ein Pärchen aus China und die haben sich unterhalten über Deutschland, aber auf Englisch. Und dann meinte einer zum anderen, also Deutschland braucht man sich nicht angucken, das ist ja voll hässlich, alles super dreckig und sieht alles gleich aus. Mhm. Ne, das machen wir nächstes Mal nicht mehr. Mhm. Und das ist halt die Entwicklung. Ne? Also gerade im Bau, also brutal, da gibt es ja gar keine tollen hier in Dubai oder anderen Ländern, in Spanien oder so, da siehst du ja tolle Bauten und dann hast du auch Spaß dran und das hat eine Schönheit, weißt du? Ja. In Deutschland hat einfach alles nur noch so eine Zeigefinger-Nüchternheit, so eine moralische Nüchternheit und die ist einfach nicht schön, weil der Moralapostel macht keinen Spaß und dann hast du auch keine gute Stimmung mehr. Mhm. Das finde ich das Hauptproblem in Deutschland, dass die Stimmung schon gewaltig kippt und auch immer mehr die Bevölkerung gegeneinander ausgespielt wird vor allem. Ja, Elektroautofahrer gegen Verbrenner, Covid-Fans gegen Covid-Gegner. Impfung. Alles ist rechts. Alles ist rechts, was nicht Mainstream ist. Sogar die Bauern wurden jetzt ja als Recht in die rechte Ecke gestellt. Also da angeblich einen Nazi gesehen haben oder so. Ja, alles ist Nazi. Also das ist schon hart. Also mit der Methode schaffst du keine Weiterentwicklung für ein Land. Du brauchst den Diskurs, den offenen. Mhm. Und auch wenn einer mal was Doofes sagt, ja, dann lacht man eigentlich drüber und sagt, komm her, du Trottel, ja, also, ne, und dann geht's aber weiter und fängt dann nicht an, nur auf diesen einen Punkt zu zeigen und alle Diskussionen im Prinzip im zu ersticken. Mhm. Was soll denn das? Mit der Methode kommst du nicht weiter. Also das muss man klar sagen. Ne? Ja, das ist ein bisschen so das Problem des Absolutismus, wo wir jetzt wieder hingehen. Tatsächlich jetzt diesmal in die linke Richtung. Davor war es die rechte. Absolut. In der Historie in Deutschland. Es ist nicht gesund. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir da noch die Wende kriegen. Aber wir haben ja noch 2 schreckliche Jahre von uns, ne, vor uns. Also es sieht nicht so aus, als würde die Ampel abtreten. Ne, also die werden wahrscheinlich auch zusehen, dass sie ihre Rentenlöhne kriegen. Also jeder Monat mehr zählt wahrscheinlich irgendwie. Mhm. Ne, weil wenn man sich die Figuren da anguckt. Also ich muss sagen, ich habe ja auch mal als Angestellter gearbeitet. Ne? Und das Schlimmste, was es für mich gab, war ein dummer Chef. Mhm. Da hast du keinen Respekt, oder? Nee. Da fängst du an, dann irgendwie zu denken den ganzen Tag, meine Güte, am besten suchst du einen neuen Job, weil mit dem kann das nicht werden. Mhm. Und glaube ich, genauso ist das bei uns. Ne? Wenn du hier so eine Studienabbrecher, also aber im dummen Sinne, und die haben ja dann nichts Vernünftiges mal probiert, also der Philosophie oder irgendwas, oder Politikwissenschaften oder was. Also nichts, was irgendwie ja in der Praxis irgendeine Relevanz hätte oder einen Wert darstellen würde, ja. Du brauchst, also das Schlimmste, glaube ich, was du haben kannst, ist als Chef ein Politikwissenschaftler. Nee, du willst einen Praktiker haben, oder? Jemand, der weiß, wie es geht und nicht so ein Mundhandwerker. Also, das ist ja brutal, ne? Also, das finde ich zum Beispiel gut in Dubai, ja? Ein Mundhandwerker würde verhungern. Ja. Ne? Also, das ist total geil. Also, hier musst du was können. Ich muss unbedingt was können. Ihr müsst das können, wenn du hier keinen Mehrwert schaffst und nicht irgendwas kannst, was die Leute wollen, verhungerst du einfach. Und das finde ich super, ey. Weil so fokussiert sich's halt auf Leistung. Du bist auch also so ein Stresslevel. Du hast die ganze Zeit ein Stresslevel, wo du wirklich in der Früh auch aufwachst und merkst, halt allein die Luft kostet hier Geld. Also wirklich, wir hatten das auch letztens mit einem Freund besprochen, er ist halt gerade im Overstay, das heißt, jeden Tag, den ich hier Luft atmet, kostet ihn 50 Dirham. Das heißt, er muss jetzt für 2 Monate nach Deutschland. Ich gesagt, schau mal, damit du den Stresslevel in Deutschland beibehältst, stellst du dich jede Früh, wenn du aufwachst, ans Fenster und schmeißt einen Zehner aus dem Fenster. Damit hast du den Stresslevel wie in Dubai einfach den ganzen Tag über und dann bist du immer noch aktiv und denkst, ich muss ackern, ich muss arbeiten, ich muss etwas halt aufbauen. In Dubai musst du Gas geben. Ja. Also Dubai ist, muss schon sagen, auch ein Land für Leute, die Vermögen haben. Ja. Aber anyway, wenn du zum Beispiel genug Geld hast, dir eine Wohnung zu kaufen. Also ich war am Anfang in der Situation, dass meine Freundin und ich gearbeitet haben und wir haben eine Wohnung gekauft. Dann muss ich sagen, sind die Lebenshaltungskosten hier nicht hoch. Mhm. Außer wenn du anfängst, fancy Scheiß zu machen. Ja. Und hier kommst du schnell auf die Idee, fancy Scheiß zu machen. Ja. Weil Dubai ist eigentlich ein Land der Verführung. Es ist alles nicht so wirklich teuer im Vergleich zu Deutschland. Mhm. Also die fancy Sachen, ja. Aber die sammeln sich schon gewaltig. Ne? Mhm. Das heißt, so Helikopter fliegen kostet ja keine 500 Euro, aber 180 Dollar. Mhm.
dann machst du das halt mal, ne? Weil es halt nicht so teuer ist, denkst du dir. Aber wenn du halt dann jede Woche irgendeinen Scheiß machst, dann fräst es dir ganz schnell ein Loch ins Portemonnaie. Ja. Und dann musst du auch eine Disziplin entwickeln, dass du nicht anfängst, jeden Abend auf dem Boot zu sitzen und vor mir das Helikopter zu fliegen und dann irgendwie dann doch nochmal in dieses tolle Restaurant zu gehen, weil eigentlich war es ja gar nicht so teuer. Aber in Summe ziehst du dir schon gewaltig ein Loch in die Hose. Weil wenn du eine Freundin hast, ne? Oder wenn du Mädel da bist, dann ist doppelt. Ja. Weil die verstehe ich ja noch weniger, das Konzept dahinter. Korrekt. Also das ist ganz bitter. Das stimmt absolut. Es gibt kein perfektes Land. Gibt verschiedene Länder und jedes Land hat seinen Vorteil und Nachteil. Und das Schöne ist ja, dass man sich, und das finde ich Freiheit, sicher das Land oder die Länder so konfigurieren kann, dass man die bestmöglichste Kombination hat. Mhm. Also man muss hier weder im Sommer schwitzen in Dubai, noch muss man im Winter heizen in Deutschland. Mhm. Ne? Noch muss man sich das graue Wetter in Deutschland bei schlecht gelaunten Menschen und permanenten Schnupfen ertragen. Mhm. Noch kann man, also auch im Sommer hier in Dubai, kann man super günstig auch in Nordzypern leben. Also man hat ja so viele Möglichkeiten, aber Dubai finde ich schon, ist genial für Leute, die was aufbauen wollen, weil der Staat selber aufbauen will. Mhm. Ne? Und wenn der Staat schon so eine harte Welle tritt und sich verdoppeln will, dann macht das natürlich einfach Sinn, sein Surfbrett auf eine Welle zu legen von jemand, der Bock hat, Gas zu geben, wenn du selber auch Gas geben willst, als jetzt sein Surfbrett auf eine Welle zu legen, wo es keine gibt. Mhm. Ne? Oder wo das Wasser wie aus dem Eimer immer mehr rausläuft. Ne? Da ist Vermögensaufbau schwierig. Und damit meine ich natürlich Deutschland. Das ist momentan gar nicht so einfach. Weil durch Steuern und Abgaben und dadurch, dass der Markt kleiner wird, dadurch, dass alle Produkte und die Systeme veraltern, hast du natürlich Schwierigkeiten. Ja. Ich habe zum Beispiel im Office in Nürnberg direkt neben dem Hauptbahnhof, ich weiß gar nicht, wie oft wir Internetausfall haben. Ja. Oder ich überhaupt nicht telefonieren kann. Auf einmal mitten im Gespräch ist weg, ja. Also das ist echt übel. Gut, wobei Internet wirst du auch nicht in Nordzypern verwöhnt. Das ist, glaube ich, von allen drei Ländern das schlechteste Internet. Florian, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Die Zeit ist rum. War sehr interessant, war auch sehr lustig. Schade, wir müssen auf jeden Fall einen zweiten Teil. Ja, ich habe noch ein paar Fragen. Wir können ja einfach mal die Zuhörer fragen, ob sie Fragen haben. Genau. Dann können wir die ja nochmal sammeln und dann nochmal ein offenes und ehrliches Gespräch machen. Wir sind in Dubai, du bist in Dubai. Wenn was ist, treffen wir uns in Nürnberg. Sehr gerne. Wir auch natürlich möglich. Im Sommer. Nürnberg, genau. Sind auch in nächster Zeit im Sommer. Vielleicht noch am Ende, wer im Immobilien investieren will und braucht hier eine ehrliche Auskunft und Hilfe, freue ich mich natürlich immer, wenn einfach deine Anfrage entweder über euch oder an mich direkt kommt. Wir helfen gern auf Nordzypern oder in Dubai. Maximal ehrlich, merkt ihr ja schon, maximal transparent, sodass der Kunde auf jeden Fall auch zu den Gewinnern gehört, weil darum geht es ja am Ende des Tages. Gerne. Wir verlinken dich auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Super nice. Danke. Und dann freuen wir uns. Vielen Dank nochmal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schade, ich habe echt noch ein paar geile Fragen gehabt, Mann.